Showmaker, ne? Ja, auf jeden Fall. Lucky girl, she got married to a boy like you. She kicked you out if she ever, ever knew. But other ha, you tell me that you do. Daddy, daddy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been. And now you don't know why you keep your business clean. Mommy don't know that he's getting high. He has a body shop doing something and told me he's got love, but he's rubbing me. She be popping me, yeah, she put it down. Daddy, daddy, if you wanna drop the alley, give me love. Give me Fendi, my Balenciaga, daddy, and he got me Prada, got me Miu Miu like Rihanna. He always call me, cause I never cause no drama. And when you want a baby, I know you got your cover. And when you need a baby, just jumping on the cover. Mommy don't know that he's getting high. He at the body shop, doing something unholy. He's the bug while she's dropping it. She be popping it. Yeah, she put it down slowly. Mommy don't know that he's getting high. You're at the body shop doing something unholy. Ich liebe ihn. Gut gemacht. Willkommen bei The Voice. Wer bist du? Mein Name ist Rudi Tapper. Ich bin 28 Jahre alt und aus Krefeld. Rudi, ich sag dir ehrlich, als ich mich umgedreht habe, das ganze Publikum hat irgendwie eine Reaktion auf dich gehabt. Das ist sehr, sehr unüblich. Und ich bin mir nicht sicher, wo du stimmlich heute hin wolltest. Aber du hast die Leute entertained. In den Battles bist du jemand, der damit und mit einer Performance und Präsenz absolut punkten kann. Und deswegen habe ich mich im letzten Moment dazu doch entschieden, dich in meinem Team zu haben. Aber willst du mir erstmal was von dir erzählen? Und ich versuche dich irgendwie einzuordnen, weil was war das? Ich bin Performer hauptsächlich. Und gesanglich bin ich noch ziemlich am Üben. Hab angefangen mit Rap, deswegen warst auch du meine Favoritin. Ah, sehr gut. Ja. Es ist nicht kategorisierbar und wild und dynamisch und einfach nur frech. Ich liebe das. Aber wir werden trotzdem auf jeden Fall rausfinden müssen, wo du hin möchtest. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, das gemeinsam mit dir rauszufinden. Dankeschön für diese richtig nice Performance. Endlich! Shirins Pechsträhne ist vorbei. 15 von 18 Plätzen sind nun besetzt. Der Adrenalinkick war ziemlich stark und sobald ich auf die Bühne gekommen bin, habe ich halt gar nichts mehr gerafft im Grunde. Ja, und das war ganz gut. Awesome, boom, perfect match. Die Leute fanden das auch alle mega. Ihr seid ja alle richtig ausgeflippt. Aber es war so alles dabei. Manche waren ein bisschen verwirrt, manche haben sich gefreut, manche waren so. Ja. Aber ja. Shirin hat recht. Das war auf jeden Fall also eine krasse. Du siehst ja, Daddy, Daddy. I like that. Sehr gut. It's good. Daddy, Daddy. Du nimmst es mit nach Hause und dann denkst du da morgens beim Zähneputzen dran und schreibst dir schon so Argumente auf. Und dann machst du deinen Katzen da dein Essen und denkst, okay, das könnte ich noch sagen. Und schreibst, dann guckst du dir auch noch so alte Blind Auditions an und denkst, was haben die anderen Coaches gesagt? Womit könnte ich punkten? Was kann ich noch mitbringen und was kann ich denn kaufen? Und alles Mögliche mir überlegt, wie ich dann noch mehr gute Talents in mein Team bekommen kann. Yes, yes. Yep, ja. Well done. Glückwunsch. Danke. Here we go. Daddy, Daddy.